Ali, hallo, hallöchen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur mittlerweile 6. Folge Valheim. Und zwar, ich habe mich nochmal belesen und mir Videos angeguckt und so weiter und ich bin das ganze Thema hier einfach völlig falsch angegangen. Dass das Spiel wirklich so extrem krass Wert auf Statik legt, hätte ich nicht gedacht. Ist ja was sehr Positives. Also ich möchte mich gar nicht beschweren. Aber ich habe das einfach ein bisschen unterschätzt und genau aus dem Grund machen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal neu. Alles einmal ab und einmal komplett neu. Auch mit dem Planieren habe ich mich ein bisschen, ja, vertan. Ich dachte, desto öfter ich klicke, desto tiefer wird der Boden. Aber das ist nicht der Fall, sondern der Boden wird auf die Ebene begradigt, auf der man selber gerade steht. Also so tief, wie man halt selber gerade ist. Da kann ich natürlich den Mauszeiger oder den Mausdrücker, die Maustaste, 1000 Mal drücken und es wird nichts passieren. So schnell abreißen ist gar nicht, das verbraucht ganz schön Ausdauer. Habe ich in den letzten Folgen gar nicht gemerkt. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das Haus jetzt erstmal so stehen lasse. Und wir einfach weitermachen in der Story. Und ich dann später mir ein schönes Häuslein baue. Aber so eine kleine Unterkunft muss auch gut sein. Oder muss auch zumindest vorhanden sein. Weil die Sache ist, dass auch teilweise Stürme und so weiter im Spiel auftauchen. Und wir sind schon wieder voll. Ey, nicht wenn ich beladen bin, mein Freund. Ja, dass auch teilweise Stürme auftauchen. Und das Haus dann einfach zusammenfällt. Und das wäre natürlich sehr unpraktisch. Wenn sich da noch so ein Sturm verbindet. Mit der Geschichte, die wir jetzt vor kurzem erst erlebt haben. Dass auf einmal die Kreaturen sich um uns sammeln und uns angreifen wollen. Das wäre doch sehr, sehr schlecht. Oh, wir sind zu beladen. Dann würde ich jetzt was in die Kiste packen. Jetzt erstmal den Rest wieder aufnehmen. Eigentlich habe ich gar keine Lust, hier in der Nacht weiterzubauen, aber schon wieder beladen. Ach, ich bin ja doof. Ich habe es von der Kiste mein Inventar gepackt und nicht andersrum. Ich dachte mir schon, warum habe ich denn so wenig im Inventar? Ja, also wie erwähnt, Stürme können auftreten und so weiter und so fort. Und da habe ich gar keine Lust, dass unsere Hütte dann hier auf einmal mitten in der Nacht zerstört rumliegt und wir angegriffen werden. Deswegen den ganzen Spaß jetzt nochmal neu. Wir müssen das alles so ein bisschen, wie bezeichnet man es am besten? Wie so ein altes Fachwerkhaus bauen. Also mit diesen ganzen Pfosten und Pfählen, die wir haben, wirklich ein solides Grundkonstrukt errichten. Auf dem wir dann aufbauen können. Ui. Ah, jetzt fällt alles andere runter. Spart uns natürlich ein paar Schläge. Doch auf. Und dann machen wir das halt, das Ganze jetzt nochmal neu. Was soll's? Da war ich doch etwas zu naiv an die Geschichte rangegangen. Aber aus Fehlern lernt man. Ich würde mir eigentlich ganz gern noch so eine Standfackel bauen, dass wir es hier noch etwas heller haben. Wo haben wir die denn? Wie ging das mit dem Bauhammer? Ja. Machen wir uns hier einfach nochmal eine hin. Und hier drüben noch eine. Dass wir zumindest ein bisschen mehr sehen können. Zack. Weiß ich nicht genau, was mit der Truhe passiert. Oh, oh, oh Gott, nicht erschlagen. Wenn ich die abbaue, was dann damit passiert, was drin ist. Ui, das war auf jeden Fall mal eine ordentliche Kettenreaktion. Wir haben schon wieder zu viel im Inventar. Oh nein, die Kiste ist weg. Wird die jetzt wieder eingesammelt? Also die Materialien dafür? Können wir natürlich dummerweise hier nicht bauen, weil hier alles voll liegt. Dann bauen wir uns jetzt erstmal eine Kiste. Packen die mit hier rein. Hier könnten wir auch mal noch eine Fackel reinpacken. So, das ganze Holz erstmal rein. Das ist, glaube ich, am schwersten. Ich glaube, mit Steuerung oder Shift-Taste können wir das auch schnell versetzen. Mit Steuerung. Für alle, die dies wissen wollen. So, wir sammeln das Holz ein. Und wir sind schon wieder überladen. Ich hoffe mal, dass man das später vielleicht noch erweitern kann, dass wir ein bisschen mehr Kilo tragen können. 300 sind zwar schon an sich recht ordentlich, aber ihr seht ja, wie schnell man das verbraucht oder wie schnell es sich auffüllt. So, das Ding noch weg.
und dann den ganzen Spaß nochmal neu. Jetzt ist die Frage, ob wir es nochmal hier begradigen. Sich sieht es jetzt gar nicht so schlimm aus. Man kann ja halt auch nicht so weit weg begradigen. Macht sich gar nicht so einfach, den ganzen Spaß. Jetzt bauen wir, ne? Ja, nee. Das halt so zu berücksichtigen, dass man halt auf derselben Höhe stehen muss. Weil man es doch sehr schwer einschätzen kann, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt ein ordentliches Holzkonstrukt bauen, dann sollte das mit den Unebenheiten gar nicht so das Riesenproblem sein. Also machen wir das einfach mal so. Und wenn es wieder Mist wird, dann bauen wir es halt wieder ab. So ist halt das Spiel. Kleines bisschen würde ich noch. Wirklich viel passieren tut nicht, aber wir stehen doch definitiv tiefer. Wenn ich jetzt hier stehe, bin ich doch tiefer als dieser Hügel. Da passiert aber auch nicht so viel. Wer weiß, egal. So, einmal Bauhammer in die Hand. Dann machen wir uns hier aus den Holzpfosten. Ich glaube, die kleinen müssten fast reichen. Erstmal ein Konstrukt. Zack. So. Ist halt auch schwer einzuschätzen, wann das auf einer Höhe ist. Dass es da keine Rasterfunktionen gibt, finde ich ein bisschen ärgerlich. Also vielleicht gibt es die auch und ich kenne sie noch nicht. Aber zumindest habe ich jetzt auch noch keine weiteren gesehen. Oder keine Funktion davon gesehen in den Videos, die ich mir angeschaut habe. Auch wenn es jetzt eventuell Verschwendung ist, für so eine kleine Hütte hier so viel Pfosten hinzubauen. Aber ich möchte dann doch was sehr Solides haben. An den Farben, ich hatte es ja in einer Folge schon mal erwähnt, sehen wir, wie stabil das Ganze ist. Blau bedeutet, wir sind am Boden, also das ist Fundament. Oh Gott, der ist ja richtig schief geraten hier. Und die anderen Farben zeige ich dann euch gleich nochmal. So, dann würde ich das gerne da oben drauf setzen. Hier drauf. Und das Ding steht schon wieder verkehrt. Ich glaube, wir sollten erst anfangen, die Balken zu bauen. Dann weiter drunter die Posten setzen. Warten jetzt. Mein Hammer ist kaputt. Gehen wir natürlich noch schnell reparieren. Mittlerweile wissen wir ja, wie es geht. Ein Glück. Na komm. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Ah, und dann kann man die nämlich auch so drunter setzen, ohne dass die dann oben rausgucken. Okay. Nee, da drunter hätte ich es gerne. Ist jetzt zu wenig Platz? Glaube schon. Kriegen wir das denn mit der Hacke jetzt noch etwas begradigt hier? Nicht so richtig, ne? Jetzt? Ja, das ist doch ganz okay. Sehr gut. Das sieht schon besser aus als unsere ersten Versuche. Dann zack hier dran. Hier dran. Ich glaube, jetzt wird's was. Aber ich möchte noch nicht zu viel versprechen. Der da weg. Der weg. Ah, okay. Wir können übrigens immer 4 Balken weit bauen. 1, 2, 3, 4. Hier sehen wir es dann. Grün ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch noch gut. Wird langsam mistig und rot heißt bei der nächsten Sache, die wir dran bauen. Wird es zusammenbrechen? Heißt ja aber im Umkehrschluss auch, dass wenn ich jetzt das drunter baue, dann wird es wieder grün. Finde ich cool gemacht. Man muss es halt mal erstmal verstehen. Da hätte es vom Spiel aus her auch etwas mehr Erklärung geben können. Aber ja. So ist das. So, 4. Balken. Wir haben nicht genügend Holz. Dann gehen wir doch nochmal zur Kiste. Nappen uns noch ein bisschen was davon. Oh nein. Naja, wir bauen es ja gleich wieder weg. Sollten wir uns auch wieder schneller bewegen können. So, 3 haben wir dran. 4. geht auch. Jetzt bauen wir natürlich gerade sehr symmetrisch. Eigentlich hätte ich es dann ganz gern noch eins länger. Wir gucken mal kurz hier drüben.
Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Dann werfen wir doch noch mal ein bisschen was weg. Sollte ja da liegen bleiben. So, eins, zwei, drei, vier. Da hätte man eigentlich noch eins länger bauen können, aber ich würde sagen, in die Richtung machen wir vier Stück. Und in die machen wir fünf. Müssen wir jetzt erstmal hier den Balken drunter bauen. Zack. Dann haben wir fünf. Dann ziehen wir den ganzen Spaß hier noch weiter nach vorne. Eins, zwei. Tag fünf haben wir schon. So, dann haben wir wieder vier. Und hier kommt der fünfte dran. Und dann setzen wir uns hier noch da so ein Teil drunter. Ach, das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt ist das auch alles ein bisschen ebener. Dann ist das gar nicht so schlimm mit dem Boden. Das gefällt mir sehr gut. Haben wir jetzt hier. Haben wir drunter. Das heißt, der kann weg. Eigentlich sieht es ja gut aus, aber ich würde hier einfach mal noch einen drunter setzen. Haben wir hier drüben noch welche? Nö, dann machen wir jeweils mittig noch einen. Werkbank? Achso, weil ich außerhalb vom Kreis stand. Man darf also nicht außerhalb stehen. Da haben wir das. Hier haben wir ein bisschen mehr gebaut, ist ja auch nicht so schlimm. Hier bauen wir auch noch in die Mitte einen drunter. Und dann sieht das doch schon um einiges besser aus als vorher. Dann nehmen wir die hier nochmal weg. Und bauen uns jetzt tatsächlich erstmal hier, ich würde sagen, zwei so eine Querstreben. Ist das jetzt zu hoch? Naja, es geht. Und hier drüben noch eins dran. Das haben wir jetzt zu tief gesetzt. Ja, so sieht's gut aus. Jetzt meine Fackel im Weg. Nö, geht. Das ist genau eben, das ist eigentlich ein Stück zu hoch hier drüben. Ich weiß nicht, ich werde das nochmal bearbeiten. Nicht, dass dann am Ende vom Dach wieder irgendwas nicht haargenau sitzt. Wegen so einem kleinen dummen Fehler, den wir hier gemacht haben. So. Ja, sieht gut aus. Na? Mich jetzt selber eingerahmt hier. Eingesperrt. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Dann machen wir noch hier. Einmal so den ganzen Spaß. Das ist wirklich zu hoch, ne? Und unsere Ausdauer ist etwas am Sterben. Wir müssen mal was essen. Bei der ganzen Bauerei hier glatt vergessen. Kein Wunder, dass die Ausdauer so schnell sinkt. Dort, dort. Und lass es... Ah, und es geht sogar auf. Super. Perfekt. Das sieht doch schon mal nach einer soliden Konstruktion aus, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Können wir jetzt hier die Bodenplatten setzen? Ah, das sieht schon wieder nicht so gut aus. Moment. Krieg's nicht richtig platziert, wie man unschwer erkennen kann. Aber so ist es eigentlich zu tief, ne? Aber höher kriege ich es nicht. Sei denn, ich setze es so drauf. Na gut, das würde gehen. Kriege ich jetzt das eine unten wieder abgebaut, ohne das andere zu zerstören? Ja, kriegen wir hin. Müssen wir natürlich noch hoffen, die Fackel muss noch weg. Dass das am Ende auch aufgeht. Fehlende Voraussetzung, Holz. Aber es geht am Ende auf, sehr gut. Also das passt. Und dann haben wir doch schon mal einen schönen Fußboden. Ich freue mich, dass wir das jetzt endlich ein bisschen besser hinkriegen hier. Und zwei aufnehmen? Ne, zwei ist zu viel. Mach mal so, dass wir hier ein bisschen was im Inventar haben, nicht andauernd zur Kiste rennen müssen. Sehr schön, das sieht gut aus. Und ich verspreche euch, sobald wir das Haus hier fertig haben, werden wir definitiv
etwas mehr uns der Story widmen, denn ich habe auch endlich Lust, mal jagen zu gehen. So eine Eiktür wartet ja auch schon sehr stark auf uns. Na komm. Es möchte nicht so, wie ich möchte. Auch mit den Kochstellen habe ich einen sehr guten Tipp gelesen. Und zwar können wir über ein Feuer sehr, sehr viele von diesen Kochstellen bauen. Dann brauchen wir nicht pro Kochstelle ein Feuer. Das wird uns wahrscheinlich noch sehr, sehr viel nutzen. Da bin ich froh, dass ich den Tipp gleich gelesen habe, denn ich hätte es genauso gemacht wie wahrscheinlich viele andere auch. Und pro Feuer so ein Gestell drüber gebaut. Ah, das brauchen wir zum Glück gar nicht. Wir haben gleich das Konstrukt. Der Balken hier ist noch ein Stück zu hoch, ne? Naja, gut, aber ich finde, so schlimm sieht es jetzt gar nicht aus. Das ist okay. Wenn ich die letzten zwei jetzt noch ordentlich drangesetzt kriege, yep. Und hier noch. Hey, sehr schön. Das sieht doch mal um einiges schöner aus als vorher. Die Balken hier unten werde ich vielleicht nochmal versetzen, weil das ist gerade noch sehr asymmetrisch. Aber das können wir auch später noch machen. So. Dann machen wir jetzt genau einmal das hier. Dann müssten wir mal schauen, wenn wir jetzt so eine Wand setzen. Bei, hier wird die Tür reinkommen. 3 und 4. Der Balken jetzt ordentlich da drauf? Ja, kann man so hinnehmen. Und den da dran. Und dann wahrscheinlich nochmal eine Querbalkenkonstruktion drüber. Hier haben wir die Querbalken. So und so. Und so. Wir bauen diesmal auch nur eine Etage. Also das ist jetzt wirklich schon alles. Und danach kommt das Dach. Was ich davor angefangen habe, war viel zu groß. Gerade für den Anfang. Das wäre auf Dauer nicht so gut gegangen. Oder hätte uns viel zu viel Materialien gekostet. Machen wir denn die Tür? Bin ich gerade blind? Ach hier. Zack. Und da auch nochmal so ein Querbalken oben drauf. Geht das? Die Sonne blendet so. Na komm. Jupp. Und dann sieht das doch schon um einiges schöner aus. Die kleine Treppe noch hin. Gucken wir mal, ob das alles funktioniert. Ah, okay. Der Balken ist nicht praktisch. Da sind wir leider zu groß dafür. Dann lassen wir den weg. Dann bauen wir jetzt hier noch die Holzwände hin. Fehlende Voraussetzung. Und schon wieder kein Holz mehr. Und bald schon wieder ein Folgenpause. Folgenende, wie auch immer. Aber ich finde dafür, dass wir hier nochmal komplett neu angefangen haben. Oh nein. Kann ich auch nicht mehr springen, das ist schlecht. Sind wir doch schon ganz gut vorangekommen. Und sobald die Hütte steht, ich verspreche es, wie gesagt, geht es auf die Jagd. Messer und Bogen herstellen und lauter so schöne Sachen. Ja, nee, das war jetzt nicht so, wie ich es wollte. So wollte ich das haben. Der Balken dorthin. Ich hoffe mal, unser Holz reicht. Ich befürchte fast nicht. Dann müssen wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen sammeln gehen. Und der Hammer ist schon wieder kaputt. Was sind denn das für billige Hammer, die wir uns hier herstellen? Er ist halt auch nur Holz, ne? Später wird es ja noch Stein und Metall, Eisen, was auch immer alles geben. Aber ich muss sagen, dass das gerade mit der Statik hier hat mich zwar in den ersten Folgen etwas an die Verzweiflung gebracht, aber wenn man es dann doch einmal einigermaßen verstanden hat, ich möchte jetzt noch längst nicht sagen, dass ich da hundertprozentig drin bin, aber dann finde ich es doch, ist es halt sehr anspruchsvoll. Wenn man jetzt von jemand anders ein Riesengebäude sieht, dann weiß man halt einfach, wie viel Arbeit da drin steckt, das erstmal alles ordentlich zu bauen. Und das finde ich ja doch sehr cool. Und ui, ein Mega-Leck zum Folgenende, wie sollte es anders sein? Wir haben es erstmal geschafft, in der nächsten Folge werden wir definitiv das Haus zu Ende stellen.
bin ich mir relativ sicher. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut.